Das müsste eigentlich Teil 2 sein. Die anderen, ich kann ja nicht alles hochladen. Soweit ich das gegoogelt habe, das kann man im Internet googeln, wenn man DC-34 und DC-35 googelt. DC-31 war der erste, der kam 2009 auf den Markt. Und die Dyson-Verkäufer in einem Forum, in einem UK-Forum, was man mit durch einen Übersetzer jagt, sagt, diese Stange vom DC-35 darf nicht an den DC-34, weil der Motor durchbrennt. Ja, und das alles andere müsst ihr selber googeln. So. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, ich habe ja auch noch den IMAX, ich hätte den ja jetzt auch am IMAX schmeißen können, aber ich habe jetzt wieder heute nochmal den Bypass gesteckt. Also, wir wissen, der neue originale Akku, der wahrscheinlich in 5, 6, 7, 8 Jährchen tiefentladen durch die Gegend gestanden hat, wird nicht mehr von dem Stecker geladen. Jetzt habe ich hier quasi den kompletten Bypass gesetzt. Kabel auf Kabel, lade den alten Akku, den Nachbauakku und versuche so den Akku voll zu kriegen. Mit Restrisiken. Mit den Restrisiken, dass vielleicht von da nach darüber jetzt eine geringere Spannung gemessen wird, als wirklich da ist und den Akku, der noch funktioniert, kaputt geht. So, oder auch nicht. 22,7. Jetzt ziehe ich mal hier den Stecker ab. Oh, das ist aber auch ein komisches Konstrukt. Was machst du denn da? Ja, genau, die ist nur die zweite, damit ich das aufklemmen konnte. Jetzt messen wir mal, was der alte Akku hat, den ich schon hatte. Dann ziehe ich hier raus. Was haben wir hier? 22,6. 22,9. Das heißt, die haben sich ungefähr angeglichen. Und jetzt ziehe ich mal eben. Jetzt ziehe ich mal den Akku hier raus. So, jetzt messe ich nur den Akku ohne Ladung. Also die haben sich ungefähr angeglichen. So, stecken wir den wieder rein. Auf dem Akku stand 22,2 drin. Das habe ich mal durch 4, 5, 6 gemessen. Dann bin ich auf 3,7. Ich glaube, die normalen Zellen, die heute eingebaut werden, haben 3,6. Auch vom V8, dem Nachfolger, haben 3,6 Nennspannung, glaube ich. Und da sind Zellen drin, die 3,7 haben. Steht bei beiden Saugern dasselbe. 200 Watt. Steht am Motorblock auch 21,2, oder? Ist schon wieder vergessen. Ja. 21, 22. 22,2. Also, das habe ich durch 6 gemessen, dann hatte ich durch 6 gerechnet, dann habe ich 3,7. So eine 3,6 Zelle hat, glaube ich, die Ladeschlussspannung 4,2. Das sind dann 0,6 mehr mal 6 sind 36. 22,2 plus 3,6 sind 22, 35, 21, 8, 24, 8 ungefähr. 24, 8. So, jetzt können wir mal eben hier gucken. 24, 8. Zoom. Also habe ich mich, also statt dumm zu rechnen, hätte man auch einfach darauf gucken können. Also was bedeutet das? Das Ding wird, das ist eigentlich schade an dem Gerät, dass er sich immer abstellt. Naja, dafür ist die Batterie auch nicht dreimal im Jahr leer. Oh, ich habe sogar minus 22,8, habe falsch rum angeschleddeckt. Ja. Das heißt, den laden wir jetzt mal. Gestern habe ich hier auf 22 Volt geladen, den Akku so wie jetzt. Dann tüdelt der Akku auch ein paar Minuten, schaltet sich ab. Stecker habe ich schon reingesteckt dann, also den da rein, ging auch noch nicht. Jetzt laden wir ihn mal schön auf 24 Volt durch.
Oder bis er voll ist. Bis hier nichts mehr misst. Ne? Das macht keinen Unterschied. Das Ladegerät haut immer 11 Volt raus. Ob beide Akkus dran sind oder nur einer. Wenn hier die Wattzahl jetzt absinkt, so auf 8 Watt oder 5 Watt, dann sind sie auf jeden Fall fast voll. Aber ich lade sie trotzdem ganz voll bis zum Anschlag, weil der hat halt eine merkwürdige Regelung. Das heißt, bei dem Motor ist es so, bei dem Staubsauger ist es so, wenn ich ihn nur 3, 5 Minuten lade, wo eigentlich schon auch was drin sein könnte, also wo er oberhalb seiner Abschaltspannung ist im Betrieb, geht der Tropfen nicht an. Er will erst ordentlich geladen werden. Deswegen machen wir das so, wie das die Hausfrau macht. Wir laden ihn mal durch. Und schon wieder so ein langes Labervideo. Ja, ich denke mal, da ist hier vielleicht von der Ladebuchse ist vielleicht auch irgendwie irgendwas, eine Sperrdiode oder irgendwas. Ich bin ja ahnungslos kaputt. Aber ich glaube nicht, dass der sich nochmal selber repariert. Ich denke, dass es hier drin einen mechanischen Defekt gibt, weil der macht ja gar nichts. Also irgend hat sich da was abgeklickt. Aber wie dem auch sei, wenn es dann so ist, dann lade ich ihn die 2, 3 Mal im Jahr oder wenn es das hochkommt, halt eben mit dem IMAX B6 Lader ohne den Stecker. Und einer kommt dann ins Auto. Ich habe das 12 Volt Netzteil für diesen mir nämlich auch aus China geholt für was weiß ich nicht, 5, 6 Euro, dass man den mit 12 Volt laden kann. Dann habe ich einen Sauger immer im Auto. Naja, man müsste erstmal aufräumen, bis man saugen kann. Aber das ist ja wieder noch das andere Thema. Bisschen saugen kann man immer.